Hallo, guten Morgen. Ich bin gerade aufgestanden, wie ihr sehen könnt. Ich habe mein Battle of Collects T-Shirt an und das ist die Sirene. Ich gehe jetzt nach oben und versuche, meinen Gastbruder zu wecken mit diesem Ding. Ich hoffe, das klappt und es wird bestimmt super lustig. Okay, folgt mir. Ich werde ihn nicht filmen, weil ich nicht weiß, wie er reagiert. Deswegen macht euch keine Hoffnung. JT, let's get up. Okay, wait. Too loud. I can't even hear. I'm so mean. Are you awake? Can't even see you. Awake. Say yes. Okay, perfect. I'm awake in 3 minutes, so. Okay, you can stay there. Okay, I'm going to eat. And then I will come back and I will do this again. One second. Okay, Google. How do you say good morning in German? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Right. Was das good? What? Was it a good try? Yeah, I can hear you downstairs. Okay, I will do this again. Yeah, I was talking to the camera. But I didn't film you. I filmed. Oh my god. Yeah, the only way. That's gonna get me out of bed, but no, I could hear you before, like when you open your door. That can get me up, but in order to get out of bed, I'll That's good, okay. Okay, I know. Ich weiß, ihr habt jetzt nicht so viel. Das war so lustig. Okay. Ihr habt jetzt nicht so viel gesehen, aber ihr habt's gehört und das reicht auch. Okay. Ja, so sehe ich heute aus. Und ich habe meinen Gastbruder mit dieser Sirene aufgeweckt. Ich hoffe, ihr habt das irgendwie verstanden. Weil er sehr schwer wach zu kriegen ist. Und. Ja, mein Plan ist aufgegangen. Ich habe ihn pünktlich zum Seminar bekommen und ich bin einfach nur so stolz auf mich, weil ich das geschafft habe. Weil ich nicht, keine Ahnung hatte, ob ich das hinbekomme für ihn. Mit ihm. Und es ist einfach noch spannend. Heute ist Battle of Connects Day. Das ist dieser Wettbewerbstag. Oh mein Gott, ich bin in Blau angezogen. Hab diese Krawatte und es ist halt einfach alles ist anders und es ist aufregend und ja, ich gehe jetzt zu meiner allerersten Stunde, muss mal gucken, hey. Ja, ist halt ein bisschen aufregend, ja, richtig, ich bin schon wieder außer Puste, weil ich so viel laufe. Ich gehe zu meinem Spinnen. So sieht der US History Raum aus. Der Lehrer ist gerade nicht drin und ich bin die Einzige, die hier ist. Und da ist die Frage. Ich habe ja hier drin schon mal, und das sind Bücher. Ich habe hier drin schon mal gefilmt, deswegen. Und hier seht ihr diese amerikanischen Tische. Die sind halt so mit dem Tisch verbunden. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Literaturkurs und wir hatten gerade diese Veranstaltung in der Aula und es war wieder ein bisschen langweilig und ich bin fast eingeschlafen. Ja,
Und das hier ist eine Fliege. Ich habe mich vorhin vertan und habe gesagt, das ist eine Krawatte, aber es ist eine Fliege. Ja, mein Deutsch lässt langsam nach. Obwohl, eigentlich ist es noch ganz gut. Ja. Mal gucken, was der Tag heute noch bringt. Ich halte dich auf dem Laufenden. Right now. Ich bin gerade auf dem Weg zum Mathe. Mein Lieblingsfach, wie immer. Okay. Guckt euch einfach mal mein Gesicht an. Hier richtig schön blau, weil Juniors sind blau. Diese Geräusche sind komisch. Also Juniors haben die Farbe blau. Und man muss man sich halt blau anziehen. Ich habe wie gesagt nur ein T-Shirt und eine Jeans und ja, ich bin nicht so fancy, so blau. Aber der Tag hat heute so gut angefangen, ich weiß gar nicht. Ich bin immer noch total glücklich wegen heute Morgen. Ich weiß nicht, was daran so spannend war. Weil ich mein Gastbruder, mein Gastbruder ist einfach, bedeutet mir viel. Ich hatte noch nie einen Bruder und es ist für mich einfach wie so ein Boom halt, dass wir uns so gut verstehen und okay. Jetzt ist gerade Lunch vorbei und ich bin auf dem Weg zum Connect, wo dann die Spiele stattfinden. Und mal eben suchen. Okay. Ist ja 243. In mein Zimmer, mein Klassenraum ist 274. Ich glaube, ich bin gleich. Connect will be really nice. Really nice. Ich hoffe, die Spiele sind spannend und natürlich hoffe ich, dass wir gewinnen. Yeah, let's go Juniors!